Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberia mit eurem Gabro Asaro. Und wir sind in Barockstadt gelandet und haben ein nettes Ehepaar kennengelernt, welche uns für läppische $100, die natürlich für eine Anwaltsdame nicht wirklich sehr viel Geld sind, helfen uns den Zug in Richtung des Aufziehmechanismus zu ziehen. Und wir schauen uns jetzt hier noch ein wenig um. Wir müssen auch noch mit dem Rektoriat, heißt das Rektoriat? Okay, hier muss dann noch ein, hier muss so ein goldenes, die scheiß Vögel. Deswegen muss ich die Vögel auch unten füttern, damit ich hochgehen kann und der Adler das Goldei holt. Das Teil hier klemmt. Ja, es bietet sich schon so an. Diese blöden Elstern oder Kuckuckviecher haben sich das Ei schon gemopst. Ah gut, wir wissen auf jeden Fall dann schon mal, wo wir das Ei hinlegen müssen. Okay, weiter geht's. Wir müssen ja noch in die Uni. In diese riesige, riesige Uni. Guten Tag. Hallo Süße, wie läuft's? Mann, sind das Augen. Und das Fahrgestell ist auch nicht ohne. Wie bitte? Für wen halten Sie sich eigentlich? Oh, und Charakter hat sie auch noch. Auf sowas fahre ich ja gerade ab. Los, ich spendiere einen Kaffee. Habe ich Sie um irgendwas gebeten? Nur nicht so schüchtern. Ich sehe doch, dass du darauf scharf bist. Vergiss es, Bubi. Geh lieber wieder in der Sandkiste spielen. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass er uns irgendwann bestimmt behilflich sein könnte. Wenn wir ihn so ein bisschen um den Finger wickeln, dann kriegen wir das schon hin. Und das sind Säbelzahntiger. Säbelzahntiger, ganz. Wir haben in der letzten Folge ganz kurz gesehen, dass ganz vorne Mammuts standen. Also kann das sogar sein, dass Mammuts vielleicht in dieser Welt sogar noch leben? Möglicherweise in Sibirien? Ha, genauso wie die Säbelzahntiger. Oder sind das nur Rekonstruktionen aus Bronze zum Beispiel oder aus Gold? Okay. Ich kann hier eh nicht viel langlaufen. Da ist wieder ein Mammut und ein Hirsch und ganz viel anderer. Ganz viel anderes Gedöns. Du bist doch keiner vom Rektoriat. Ein Rektor dieser Uni. Entschuldigen Sie bitte. Zumindest gibt es hier immer mehr Leute, mit denen ich reden kann. Ja, was ist denn? Ich bin doch nicht schwerhörig. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie in Ihrer Arbeit störe. Dieses junge Mammut Primigenius ist 40.000 Jahre alt. Ist das nicht wundervoll, junges Fräulein? Ja, bestimmt. Bestimmt, was? Ich weiß nicht. Sie wissen nicht. Sie wissen nicht. Was kann ich für Sie tun, liebes Kind? Nee, ich quatsch erst später mit dem. Ich will jetzt erstmal mit den Rektoren sprechen, dieser Universität in Barockstadt, um herauszufinden, was denn jetzt... Okay, die ist verriegelt. Ich muss ja wissen, was besonders wichtig ist. Aber cool, dass... Also einen Mammut habe ich jetzt gesehen, dann... Ja, wahrscheinlich geht es direkt hoch zu den Rektoren, aber ich will mich natürlich immer erst einmal ganz kurz umschauen, was hier alles so Schönes zu entdecken gibt. Natura non facit saltus. Irgendwas mit der Natur und nicht. Die Natur begrüßt dich nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Okay, da ist auf jeden Fall die Bibliothek, die uns auch noch die Ehre kann. Was? Also ich kann nicht links und rechts hochgehen. Ah, doch, kann ich, aber erst in einem nächsten Schritt. Na gut. Mammuts waren wirklich sehr, sehr groß, würde ich behaupten. Och Gott, lauf doch einfach die... Ja, ist ein bisschen... Na, ein bisschen doof gemacht, aber gut. Was? Also das scheint ein Hörsaal zu sein.
Und hier sind möglicherweise direkt... Das bringt nichts. Okay, das bringt nichts, das ist verriegelt. Wir sind hier im Hörsaal angelangt. Aber hier werden doch nicht Direktoren sein. Ich weiß, wäre sehr verwunderlich. Okay. Ich kann hier nichts... Wo ist denn jetzt die Person? Die Person ist aber auf einmal futsch. Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe. Die müsste man eigentlich sogar von unten sehen. Naja, gut. Wir sind mal hier nicht päpstlicher als der Papst. Okay. Schade, dann kann ich da auch nicht lang. Dann muss ich durch die Bibliothek wohl zu den Rektoren gelangen. Na gut. Auf der anderen Seite war nur der... ich weiß auch nicht, ob das einfach nur ein Besucher war. Na gut. Erstmal durch die Bibliothek Richtung Rektoren. Hoffentlich. Weil ich wüsste jetzt sonst nicht, wo lang sonst da... Mit dem kann ich auch noch reden. Will ich aber gerade gar nicht. Ich will jetzt zu den Big Bosses. Ich könnte mir auch vorstellen, hier in den Büchern Informationen, das ist doch doof. Informationen über die Vögel zu finden, dass ich weiß, wie ich die blöden Vögel da wegkriege. So, du kletterst jetzt hoch, das ist super. Und ich weiß gar nicht, wonach du suchst, Mädel. Was haben wir da? Lexikon der Pflanzen und Pilze. Arbeitsgemeinschaft des... Ich kann es nicht lesen. Oh Gott. Ach, zum Glück ist da nicht so viel Text. Vielleicht komme ich ja durch. Yangala-Cola. Wir probieren es mal, weil ich kann es wirklich nicht richtig lesen. Ein Hauptpilz ohne Fuß aus der Familie der Baumschwämme. Der Yangala-Cola wächst ausschließlich auf dem Stamm bestimmter Bäume des amazonischen Regenwalds. Obwohl dieser Pilz in seinem jungen Stadium essbar ist, so ist er aufgrund seines hölzernen Fleischs und seines recht faden Geschmacks von nur geringem kulinarischen Interesse. Umso erstaunlicher ist das große Interesse der einheimischen Stämme für diesen Pilz. In langjährigen wissenschaftlichen Studien konnten Biologen herausfinden, dass der Yangala-Cola eine ganz besondere Substanz enthält, die in der Welt einzigartig ist. Sie hat die ganz erstaunliche Eigenschaft, die Sehkraft dessen, der sie einnimmt, um ein Vielfaches zu erhöhen. Eine wertvolle Eigenschaft, die sich indianischen Jäger in Amazone schon seit langem zunutze machen. Der in der Regel zu Pulver verarbeitete Yangala-Cola wird vor jeder Jagdexpedition eingenommen. Dank seiner sofortigen Wirkung wird die Sehkraft des Jägers extrem gesteigert und dieser kann seine Beute, die sich häufig in der dichten Vegetation des Regenwalds versteckt hält, auch auf große Entfernung problemlos ausmachen und erlegen. Okay. Das war's? Das war's. Das ist total fantastisch. Es nützt mir nur rein überhaupt nichts. Jetzt weiß ich, dass der Yangala-Cola ein wunderbarer Pilz ist, den man in guter Dosierung nutzen kann, um besser sehen zu können. Und indianische Völker diesen nutzen, um high zu werden oder besser sehen zu können. Entschuldigen Sie bitte? Na, toll. Darf ich Sie mal kurz stören? Nein. Sie könnten ruhig ein bisschen freundlicher sein. Und Sie... Sie können bitte mal still sein. Wir befinden uns immerhin an einem Ort, an dem Ruhe herrschen sollte. Okay, ist ja in Ordnung. Bleib mal locker, Junge. Warte. Da liegt doch was. Ich nehm's einfach. Kann ich's einfach nehmen? Es sieht aus wie eine...
Es sieht aus wie noch ein Buch. Ah, guck mal, für die. Das ist doch Amazone. Erinnerungen an eine Expedition. Oh Gott, das werde ich doch niemals lesen können. Wobei, da geht's auch um die Vögel. Ja gut, wir geben unser Bestes. Ja, einmal bereit machen hier. Also, was haben wir denn? Amazonischer roter Kuckuck. Diese endemische Unterart unseres sehr gewöhnlichen Cuculis canuis zählt zu den farbenfrohsten Vögeln der amazonischen Wälder. Das Gefieder des Männchen ist von einem leuchtenden das Weibchen weist ein dezenteres Fuchsrot auf. Lebensraum und Nahrung. Der rote Kuckuck ist in den entlegenen, bewaldeten Regionen Amazonas heimisch. Man findet ihn vor allem im Kronendach des äquatorialen Regenwalds, wo er ein verstecktes Leben führt. Man kann ihn jedoch auch unter hervorragenden Bedingungen beobachten, wenn der Vogel die Gipfel verlässt auf der Suche nach den Früchten des Wald Sauvignon oder so. Eine Art wilder Wein, der in dieser Region wächst. Tatsächlich sind es diese kleinen Büsche, die unserem Kuckuck das Gros seiner Nahrung liefern. Saftige Trauben, die er besonders liebt und mit denen er sich regelrecht vollstopft, so dass er am Ende alle Anzeichen der Trunkenheit aufweist. Er ist dann eine leichte Beute für alle Raubtiere, die im Regenwald heimisch sind. Fressen und gefressen werden, so lautet das ewige Gesetz der Natur. Fortpflanzung. Wie alle anderen Kuckucksarten vertraut auch der amazonische rote Kuckuck die Aufzucht seiner Jungen anderen Vögeln an. Ein Parasitentum, das erst den Akt ermöglicht. So macht es Sinn, finde ich. Sich zahlreich und ohne große Anstrengung fortzupflanzen. Das Weibchen des Kuckucks inspiziert sein Territorium auf im Bau befindliche Nester. Um sein Ei zu legen, wartet es, bis die rechtmäßigen Besitzer des Nests außer Haus sind. Meistens geschieht dies am Nachmittag, während die zukünftigen Stiefeltern ihre Eier eher im Morgengrauen legen. Nachdem es sein Ei in das Nest seiner Wahl gelegt hat, nimmt es eines der bereits vorhandenen Eier hinaus, um es in einiger Entfernung zu zerstören oder zu fressen. Der Kuckuck schlüpft im Allgemeinen vor seinen Stiefgeschwistern, von denen er sich ganz instinktiv und umgehend befreit. Der junge Kuckuck wächst schnell, sodass die Stiefeltern manchmal gezwungen sind, sich auf dessen Rücken zu setzen, um seinen hungrigen Schnabel zu füllen. Die Eier des Kuckucks unterscheiden sich zwar ganz eindeutig von den kleineren Eiern seiner Stiefeltern, machen aber einen Minitismus-Prozess durch. What? Der zwar nicht perfekt ist, aber ausreichend, damit die Eier von anderen Arten angenommen werden. Zukunft. Der unbändige Appetit des Kuckucks auf die Trauben dürfte für ihn mittelfristig verhängnisvoll werden. Seit Beginn dieses Jahrhunderts wurde die Population des roten Kuckucks durch europäische Siedler, die den Weinanbau in den amazonischen Schwemmlandebenen einführten, stark dezimiert. Als der Kuckuck sich als unverbesserlicher Entendieb herausstellte, begannen sie ihm einen erbarmungslosen Kampf zu liefern. Es ist zu befürchten, dass der Kuckuck unterlegen wird. Der rote Kuckuck pflanzt sich in der Gefangenschaft relativ problemlos fort. So ist er auch der Stolz der ornithologischen Sammlung der Universität von Barockstadt. Allerdings mussten die Wissenschaftler beobachten, dass diese Art in ihr angemessenen Lebensbedingungen Tendenz hat, sich auszubreiten und zwar auf Kosten anderer seltener Arten. Die Verantwortlichen der Voliere von Barockstadt haben daher eine Politik der Geburtenkontrolle eingeführt,
um die Vollkommenheit einer künstlich nachgebildeten Natur so gut es geht auszugleichen. Der Wald-Sauvignon ist heute in der Natur selten geworden. Eine schlimme Reblausplage wurde dieser Art zum Verhängnis. Allerdings ist es in Europa der botanischen Abteilung der Universität Barockstadt gelungen, diese Pflanze zu kultivieren und so einen wesentlichen Beitrag zu deren Erhalt zu leisten. Also irgendwo in dieser Universität gibt es diese Trauben, diesen Wald-Sauvignon, und die Beeren, wo auch immer die sein mögen, die kann ich dann an die Vögel verfuttern, um dann später an das goldene Ei vermutlich heranzukommen. Okay. Es gab eine neue Dialogbox, dieser Sauvignon. Mit ihm brauche ich aber gar nicht darüber zu sprechen. Dann lasse ich es auch mal ganz spontan. Und hoffe einfach, dass mir... wir gehen dann noch einmal lang, damit ich hier auch alles abgegrast habe und alles abgeklappert habe. Das bringt mir aber letzten Endes hier nichts. Ich habe jetzt alle Informationen zusammengesucht, die ich für diesen blöden Vogel brauche, damit der sturzbesoffen irgendwo hinknallt und mich einfach in Ruhe lässt. Okay, dann muss ich jetzt leider zwangsweise doch mit diesem komischen Kauz reden, weil ich keine Ahnung habe, wo ich sonst an die Rektoren rankomme. Schade, aber okay. Wir werden das schon... Entschuldigen Sie, Professor, darf ich Sie noch... Vielleicht kann ich ihn ja einfach direkt auf den Sauvignon ansprechen. Wald-Sauvignon aus Amazone. Sagt Ihnen das etwas? Lassen Sie mich nachdenken. Sauvignon. Es dürfte sich um ein tropisches Baumgewächs handeln, oder? In der Tat. Ein seltener Strauch mit kleinen, saftigen Früchten. In einem Buch über Amazone habe ich gelesen, dass es hier in Barockstadt ein paar dieser Gewächse gibt. Wissen Sie, wo genau? Amazonische Sauvignon-Sträucher hier? Nein, das glaube ich nicht. Das erscheint mir unwahrscheinlich. Aber fragen Sie am besten den Bahnhofsvorsteher. Er kümmert sich um das Gewächshaus unserer Universität. Er wird Ihnen weiterhelfen können. Das werde ich tun. Danke. Da habe ich pauschal auch einfach dran gedacht. Ich frage ihn nochmal wegen der Mission. Vielleicht ist das ja auch einer dieser Rektoren. Ich hatte eigentlich nicht vor, mich hier länger aufzuhalten. Doch ich muss sagen, dass mich diese Universität stark beeindruckt. Oh ja, so viel Wissen, so viel Kultur, so viel Intelligenz und graue Zellen. Ich selbst kam eigentlich nur hierher, um zu studieren. Ich bin niemals wieder weggegangen. Der Grund, warum ich hier bin, ist eine Vorladung der Rektoren dieser Universität. Ah, ich verstehe. Sie haben Ihre Einschreibung nicht richtig ausgefüllt. Nein, nein. Ich bin nicht hier, um zu studieren. Ich muss eine Erbschaftsangelegenheit regeln und bin auf der Suche nach dem rechtmäßigen Erben. Und den wollen Sie hier finden? Ich weiß nicht genau, aber als wir in den Bahnhof von Barockstadt einfuhren, versagte mein Zug. Na, dann sollten Sie diese Gelegenheit unbedingt nutzen und einer meiner Vorlesungen beiwohnen. Sagen Sie mal, wissen Sie beispielsweise, was Proboszyden sind? Prosbo was? Sehen Sie, Sie müssen Ihre Kenntnisse unbedingt auffrischen. Um ganz ehrlich zu sein, ich kann es auch komplett sein lassen. Ich muss jetzt gehen. Ja, ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt mal wieder zum Bahnhofsvorseher hinlatschen. Der war aber, glaube ich, von der Entfernung relativ nah. Glaube ich. Hoffe ich. Mit Blick auf die Uhr mal wieder werden wir uns jetzt gemütlich zu diesem schönen Bahnhofsvorsteher begeben. Hoffe einfach, dass er mir sagen kann, wo sich dieser Sauvignon befindet in diesem Gewächshaus, damit ich einfach an diese... damit ich an die blöden Vögel ran... der Bahnhofsvorsteher... Muss man eben ganz... Hier war das mit dem Zug. Nicht mit dem Zug, mit dem Wasser. Ja, beweg dich noch ein bisschen langsamer. Das wäre total super. Ach komm, ich nehme das noch mit in die Folge, damit wir jetzt wissen, wie es dann jetzt demnächst weitergeht. Ja, lass dir Zeit. Jede verdammte Stufe musst du auch mitnehmen, ja?
So, wir quatschen ihn jetzt direkt nochmal an. Entschuldigung. Ja, hier, der Sauvignon, kann ich bitte. Ich Wald-Sauvignon-Sträucher finden, bitte? Naja, sowas gibt's hier nicht. Ich weiß nicht mal, worum es sich handelt. Suchen Sie doch in Amazone. Es ist doch erstaunlich, dass jemand, der diese Pflanze nicht kennt, weiß, dass sie aus diesem entfernten, mysteriösen Land stammt. Amazone, Peru, Papuasien, für mich ist das alles das Gleiche. Entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Halt, warten Sie doch. Der gute Mann scheint ein Problem zu haben. Wieso ist der einfach abgehauen? Gerade haben wir ganze Zeit mit ihm gequatscht, dann sagte der, voll doof, ich muss hier bleiben. Jetzt wollte ich einfach nur ein vernünftiges Gespräch mit ihm führen und dann so ein Quatsch macht er. Ich habe auch leider nicht wirklich eine Idee, wo er jetzt demnächst wieder stehen könnte. Wir werden uns dann halt ganz alleine auf die Suche nach Papua Schlag mich tot machen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwo hier diese Sträucher geben mag. Vielleicht auch draußen. Ich bin mir da, um ganz ehrlich zu sein, in keinster Weise sicher, wo das sein könnte. Ja, klopf noch einmal. Hier kann ich nicht lang. Und ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen bei der heutigen Folge von Cyberia mit eurem Gaborasaro und hoffe, dass ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn wir versuchen, die Sträucher zu finden, wenn wir versuchen, die Rektoren zu finden, wo auch immer die sein mögen. Irgendwo müssen sie ja sein. Und ganz genau. Dann verabschiede ich mich, sage bis dahin auf Wiedersehen. Den nehme ich jetzt noch mit als schönes Bild, dann kann ich da auch gut speichern. Und sage, so vielleicht nicht. Genau, guck einmal in meine Richtung. Naja, das ist okay. Und ciao.